Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Animal Crossing 2 Part 3. Wir haben einen Teilzeitjob bei Tom Nook angenommen. Und wir müssen jetzt einen Brief an Hanne schreiben. Hanne, Hanne, Hanne. Hi. Boah, der sagt das noch. Hi. Warte. So, ich hoffe, das hat jetzt so gut funktioniert. Und zwar haben wir ja einen Brief jetzt an Hanne geschrieben. Und zwar, hi, magst du nicht bei Tom Nook den alten Waschbären einkaufen? Ich finde ihn vollkommen in Ordnung so. Können wir so lassen. Okay, der hat gesagt, das Postamt ist irgendwo bei A2. Ich glaube, da sind wir auch schon vorbeigekommen, ne? Ja, hier. Ja, da ist er doch. So. Pelli, guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich will einen Brief versenden. Versenden. Ach ja. Schön. Möchtest du noch einen Brief versenden? Nein, danke. Ich habe ja auch kein Briefpapier mehr. Ach wirklich? Komm bald wieder vorbei. Mach ich. So, jetzt müssen wir wieder zurück zu Tom Nook, ne? Hui. Einmal durch die Bäume, weil es so schön war. So, Tom Nook. Hast du den Brief versandt? Gut gemacht. Das hat aber länger gedauert, als es mir lieb ist. Darum zahle ich dir dieses Mal weniger. Wie wäre es mit 130 Sternis? Ich schreibe mir das nebenbei mal auf, was er mir so zahlt. Ich sag euch, der bescheißt uns. Aber ich bin schon froh, dass du es erledigt hast. Denn wenn du noch nicht mal einen Brief schreiben kannst, wirst du in dieser Stadt Probleme bekommen. Oh ja, nun. Ich habe die nächste Lieferung noch nicht beisammen. Ich bin ein bisschen im Verzug. Für dich wäre es doch reine Zeitverschwendung, hier nur so zu warten. Warum fragst du nicht in der Stadt nach, ob jemand deine Hilfe benötigt? Vielleicht bist du bei ihnen in der Zwischenzeit eine größere Hilfe als mir. Boah, der ist so biestig zu uns. Das ist der Wahnsinn. Aber verausgabe dich nicht zu sehr, okay? Komm nachher wieder bei mir vorbei, okay? Kann er auch was anderes sagen, außer okay? Na gut. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo X ist. Ich würde sagen, wir fangen hinten bei Twiggy an, arbeiten uns dann hier so vor, dann runter und dann als letztes zu Balduin. Weil ich glaube, wir müssen echt jeden einmal durchfahren. Ich muss ja runter, ne? Und? Twiggy, Twiggy, Twiggy. Rede mit mir. Maika, ich freue mich, dich an einem so schönen Abend wiederzusehen. Zwirti! Egal. Was gibt's? Zwirti! Kann ich helfen? Oh, wieso kommst du eigentlich immer nur, wenn ich nichts für dich zu tun habe? Machst du das extra? Ja, ich gehe ja schon. Blödsack. Hanne! Die Sonne ist bereits untergegangen, oder? Muskat? Also, Maika, was willst du? Muskat? Nee, ich will kein Muskat. Ich wollte dich fragen, ob ich helfen kann. Tut mir leid. Mir fällt gerade gar nichts ein. Muskat? Okay. Wer ist jetzt dran? Okay. Die Frauke ist dran. Die Frauke, Frauke, Frauke. Unsere Elefantendorme, wenn ich sie finde. Boah, erstmal die Trommel so im Hintergrund. Maika, was gibt es? Tutu! Genug geschwatzt. Brauchst du irgendwas von mir? Tutu! Ich will einen Job. Lass mich mal einen Moment nachdenken. Oh, da gibt es die... Da drehen sich die Zahnräder. Da gibt es sicherlich etwas, das du machen kannst. Ach ja, du kennst doch Balduin, ja? Den
Falls nicht, musst du jemand anderes fragen. Achso, denn, bring unter allen Ständen diesen Fotoapparat zu Balduin. Er ist irgendwie in mein Haus geraten. Das Haus von Balduin befindet sich ganz in der Nähe. Selbst du wirst in der Lage sein, es zu finden. Die halten mich alle für doof. Also, Maika? Ja. Du hast gehört, was getan werden muss. Auf geht's. Okay, wir steigen hier so. Einmal runter. Wenn ich hier so rankomme. Einmal so zur Seite. Und der war irgendwie hier unten, ne? Die hält mich alle viel doof. Ich bin da nicht in Ordnung. Ich laufe zwar gegen Bäume, aber ich bin nicht so doof. Balduin. Hey, jetzt aber. Du schon wieder. Captain? Also dein Captain? Was führt dich hierher? Libero. Das ist mein Fotoapparat. Oh mein Gott. Diese Schlaftablettfrau konnte ihren Hintern nicht selbst bewegen. Maika. Knalltüte. Es ist sehr gefährlich, mich nicht zu respektieren. Dumme kleine Aufgaben delegieren. Das ist doch meine Aufgabe. Ups. War das jetzt laut ausgesprochen? Ich meine, ich weiß deine Hilfe zu schätzen, Maika. Danke, Captain. Also gut, ich stehe in deiner Schuld. Hier hast du eine Tapete. Anscheinend habe ich mich getäuscht, als ich dachte, du wärst total unfähig. Weiter so. Oh, eine Schachtapete. Wie cool ist das denn? Nein, wollte ich nicht. So, wir könnten jetzt... wir gehen den kürzeren Weg. Ich muss ja hier so lang, ne? Okay. Ich verlaufe mich hier noch. Ohne Karte wäre ich echt aufgeschmissen. Hier lang und dann runter. Und dann fragen wir die anderen zwei noch und dann... Dürfte es das gewesen sein? Hier ist schon das erste Haus. Wo denn? Waldemar. Hey, Maika. Also, was willst du? Warte mal. Nee, ich habe nichts. Bis später dann. Da muss er jetzt ganz stark überlegen, der Herr. Wo ist denn der Buka-Kaka? Konrad. Hey, Maika. Wie geht es dir? Buakaka. Wieso fragen die mich immer, haben die immer so Fragezeichen am Ende? Hey, sag an, was kann ich für dich tun, Maika? Ich will einen Job. Eine Aufgabe für dich, hm? Eine Aufgabe. Siehst du dieses Kinderbuch? Nun könntest du es für mich zu Waldemar bringen. Buakaka. Es scheint, Waldemar hat es bei unserem letzten Treffen bei mir zu Hause vergessen. Du bekommst vermutlich nicht viel für deine Mühe. Aber was soll's? Eine gute Tat bedarf keiner Belohnung, oder? Mach ich. Wohnt er nicht direkt nebenan? Genau, so ist es. Darum geht's. Lasst mich nicht hängen. Buakaka. Der wohnt doch direkt. Das sind 20 Schritte, wenn's hochkommt. Das kriegt er nicht auf der Kette. Gibt's Neuigkeiten? Dudelu. Gut, was gibt's? Dudelu. Dudelu. Oh mein Gott. Lieferung. Ja, komm, Lieferung. Abgeben. Boah, Mann, das gehört mir. Kannst ja auch behalten. Ich habe dieses Kinderbuch völlig bei Konrad vergessen. Dudelu. Ich hatte vorhin zu gehen und es abzuholen. Aber ich habe es ewig hinausgezögert. Du hast mir echt geholfen. Wirklich. Du hast mir eine Menge Laufarbeit erspart. Ja, die 20 Schritte hättest du nicht gehen können, ne? Ich schulde dir eine Menge. Genau. Du bekommst eine Tapete. Dudelu. Ich hab doch schon eine. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich danke dir sehr. Wenn ich es selbst gemacht hätte, hätte ich es sicher vergeigt. Dudelu. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Und gucken uns die Tapeten an, oder? Hihi. Tom Nook kann ruhig ein bisschen warten. Der hat die Lieferung eh noch nicht fertig. Edge. Los, lauf, lauf, lauf. Wo muss ich überhaupt hin? Hier hin. Außerdem wird schon dunkel und abends sollte man doch nicht mehr so frei so viel rumrennen.
Okay, wir haben einmal die Schachtapete an der Wand. Ja. Und die Backsteine. Okay, das machen wir mal. Nee, die Backsteintapete nicht. Das machen wir jetzt einfach mal so ablegen. Nee, das wollte ich nicht. Immer gesagt so. Also die lassen wir jetzt einfach mal so liegen, bis ich einen Schrank gefunden habe. Bippe, bippe, bippe. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ich komme da nicht durch. So. Und Rinder. Ins Verderben. Konnte sie jemand deine Hilfe anbieten? Einige Tiere hatten noch sicher ein Anliegen, oder? Hast du etwas Brauchbares als Gegenleistung erhalten? Die Tierchen hier sind alle recht freigebig. Sie haben immer eine Entlohnung parat. Das ist toll, oder? Als nächstes möchte ich, dass du einen schönen Teppich für mich auslieferst, okay? Aber bummel nicht herum, okay? Bring diesen Teppich zu Baldwin. Ach, bei dem waren wir doch schon. Okay? Nur weil ich dich nicht beobachten kann, heißt das nicht, dass du trödeln und mit den Bewohnern, die du triffst, schwatzen sollst. Aber ich kann es dir auch nicht wirklich verbieten. Also versuch einfach, dich nicht zu lange aufzuhalten. Dich nicht zu lange aufhalten zu lassen. Komm wieder hierher, wenn du fertig bist. Ah. Aber sicher doch, mein Spätzchen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt einfach gerade runter. Immer gerade runter. Muss hier irgendwann hier, genau. Komme ich hier lang und dann muss ich da lang und dann muss ich ein bisschen hoch. Und also. Hallo Maika, was gibt's, Captain? Also dann, Captain, was führt dich hierher? Lieferung. Abgeben. Sag mal, wieso hat das so lange gedauert? Soll das ein guter Kundenservice sein? Ich warte nicht gerne, Captain. Ja, ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Ein toller Teppich wie dieser passt nicht zu mir, Captain. Aber du bist einfach ein Ignorant. Mit so einem schlechten Geschmack kannst du das auch nicht erkennen. Tapete und Teppich müssen aufeinander abgestimmt sein, wenn ein Haus Stil haben soll, Captain. Der Teppich ist total wichtig. Du musst wissen, was es gibt, damit du die Einrichtung planen kannst. Weißt du was? Ich helfe dir mal. Diesen Teppich brauche ich nicht mehr. Du kannst ihn haben, Captain. Ich wünschte, Tom Nook hätte eine größere Auswahl. Ganz ehrlich, ich sehe nämlich nach einem größeren Einkaufszentrum. Es ist schwer, das zu finden, was man wirklich will, Captain. Aber ich will nichts anderes. Ich schätze, Tom tut, was er kann. Er besorgt jeden Tag was Neues, Captain. Aber das heißt auch, dass ich jeden Tag vorbeigucken muss, um zu sehen, was es gibt. Das nervt ziemlich. Aber wenn ich ein cooles Item verpasse, bekomme ich es vielleicht nie wieder, Captain. Mist. Apropos, ich muss morgen unbedingt wieder vorbeischauen. So ein Stress, Captain. Es ist auch ein sehr großer Stress, dauernd Captain zu sagen. Beenden. Palastkacheln, das gucken wir uns auch gleich mal an. Damit wir ein königliches Häuschen haben, in dem wir uns wohlfühlen. So. Aber langsam kriege ich den Weg raus, das ist auch schon mal gut. Ich sehe gerade, wir nehmen schon 15 Minuten auf und wir haben noch nicht viel gemacht, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Auf dem Boden! Ja. Lassen wir jetzt erstmal. Schiefernboden. Ne, das beenden wir so. Den verkaufen wir. Bip, bip. Na gut, wir hören uns mal an, was er als nächste Aufgabe für uns hat, wenn das auch wieder nur eine Lieferung ist. Könnten wir die eventuell noch machen? Und dann... Bin da. Da bist du ja wieder, meine fleißige Biene. Sehr gut, ja. Es sieht so aus, als hättest du endlich verstanden, wie die Dinge hier so laufen. So gut wie du arbeitest, würde ich dich gerne Vollzeit beschäftigen. Oh, bitte nicht. Wäre das nicht klasse, hm? Jedenfalls sehe ich, dass du dich sehr anstrengst. Darum gebe ich dir diesmal 580. Sternis. Als nächstes möchte ich, dass du Hanna eine Axt bringst. Sei sehr vorsichtig damit.
Ich sehe doch das Leuchten in deinen Augen. Die zu liefernden Sachen sind eingepackt. Du wirst keine Chance haben, sie zu benutzen, selbst wenn du es wolltest. Komm also nicht auf dumme Gedanken. Wenn du Bäume fällen willst, musst du dir eine eigene Art Axt zulegen, okay? Sehr gut, versuch dein Bestes zu geben. Und komm wieder her, wenn du fertig bist, okay? Okay. Also, ich hoffe, man kann vielleicht die Endungen, wie das Bukaka, vielleicht noch ein bisschen ändern, weil das ist ja ein bisschen nervig. Hanne, es ist schon fast dunkel draußen, nicht wahr? Muskat? Was kann ich für dich tun, Muskat? Der würde ich sowas wie Nüff Nüff verpassen oder so. Lieferung! Ich danke dir, du hast ja schwer zu ackern. Sag mal, hast du mir diesen Brief geschrieben? Ganz ehrlich, Muskat? Eventuell. Hier in YouTube freut sich jeder über einen Brief. Muskat? Das ist wohl überall so. Ich hebe wirklich alle Briefe auf, die ich bekomme. Und viele hier machen es auch so. Manchmal zeigen wir uns unsere Briefe den Nachbarn oder Besuchern, Muskat. So sehr lieben wir Briefe. Und weißt du was? Jetzt lebe ich zwar an YouTube, aber wer weiß, wo ich später mal lande und wenn ich mal umziehe, nehme ich alle Briefe mit. Ist das eine Drohung? Man weiß ja nie. Vielleicht zeige ich dann meinen neuen Freunden deine Briefe, Muskat. Also achte darauf, dass du nicht allzu Privates schreibst, Muskat. Ich schreibe schon nicht mal eine Telefonnummer rein. Keine Sorge. Okay, dann würde ich sagen, ich laufe jetzt noch zu Tom Nook. Tom Nook kommt, Tom Nook. So. Beende diesen Part, sage danke fürs Zuschauen und ich freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Bis dann und ciao.